Strategie, die Andreas in seinem Vortrag mit Hinweis auf den Kapitalismus und Imperialismus betrifft, von Rosa Luxemburg dargestellt hat. Es geht um die Globalisierung, über die Ausweitung über die nationalen Grenzen hinaus. Es kommt nach drei Sachen. Angesichts der Lagebeschreibung, die Andreas gegeben hat, der Zuspitzung von Claudia und Christine, wo bleiben wir eigentlich als Kirche dann in unserer Ethik des Gerechten? Wo bleiben wir dann als Kirche mit unserer Ethik des gerechten Friedens? Wir haben ja das Unterthema gerechter Frieden statt militärischer Gewalt. Herrscht die militärische Gewalt und die Kirche hat optimistische Programme, aber nur schwache Beine. Also ich kann zu der Analyse von Andreas zumachen und Claudia und Christine nicht viel hinzufügen. Ich will auch nicht viel hinzufügen. Ich will mich konzentrieren auf einen Aspekt, der bei Andreas unterstrichen worden ist und der unmittelbar zusammenhängt mit der Reflexion über das Leitbild des gerechten Friedens. Das ist die Frage der völkerrechtlichen Regelungen. Andreas hat unterstrichen, dass mit der Annahme der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und mit dem Gewaltverbot in Artikel 2.4 der Charta der Vereinten Nationen in der Tat ein entscheidender zivilisatorischer Fortschritt vollzogen worden ist. Die ganze ökumenische Diskussion hat immer wieder angesetzt an diesen grundlegenden rechtlichen, aber damit auch moralisch-ethischen Orientierungen. Aber sie spielen in der tatsächlichen Politik eine immer weniger erkennbare Rolle. Wir sind Bündnispartner von Ländern, insbesondere den Vereinigten Staaten, aber auch Großbritannien und Frankreich, für die das Gewaltverbot in der Charta der Vereinten Nationen offensichtlich kein hinreichender Grund ist, nicht weiterhin den Krieg als legitimes Mittel zur Durchsetzung eigener politischer Interessen zu betrachten. Und ich denke, dass es für die ökumenische Bewegung nach wie vor und stärker als lange Zeit darauf ankommen wird, diesen entscheidenden Durchbruch in der Frage von Krieg und Frieden zum Zentrum auch einer politischen Strategie zu machen. Und wenn man wirklich diese völkerrechtlichen Regelungen, die dann in den Genfer Konventionen noch zugespitzt worden sind, wenn man diese völkerrechtlichen Regelungen ernst nimmt, dann müssen sie zu einer veränderten Politik führen. Dann müssen sie zu einer Abwendung von geopolitischer Machtpolitik führen. Dann müssen sie dazu führen, dass der völkerrechtliche Rahmen als der entscheidende Rahmen zur Regelung von internationalen Konflikten angesehen wird. Dass Konflikte zwischen Staaten vor dem internationalen Gerichtshof schiedsgerichtsfähig gemacht werden und nicht mit militärischer Gewalt ausgetragen werden. Das heißt aber auch, dass die ganzen langfristigen Ressourcen- und Gerechtigkeitskonflikte nicht mehr ausgetragen werden können und dürfen nach den Regeln des politischen Machtwettbewerbs. Das heißt, unter der Frage, wer gewinnt und wer verliert, die Regeln, die in der klassischen Politik zu Kriegen geführt haben oder zur Einsetzung von militärischer Gewalt, zur Lösung von Konflikten, müssen überführt werden in eine Politik, die statt Wettbewerb und Konkurrenz auf Kooperation, auf Gemeinschaft,
gemeinsame Sicherheit ausgerichtet ist und daher dazu dient, Lösungen zu finden, in denen es beide Seiten gewinnen und nicht eine Seite verliert und die andere Seite gewinnt. Das bedeutet ein Umdenken auch in unseren eigenen politischen Strategievorstellungen. Und ich wünsche mir, dass die ökumenische Friedensbewegung sehr viel genauer reflektiert über die notwendigen Veränderungen in unseren politischen Strategien und den politischen Mitteln. Das wird sehr konkret bei dem schwierigen und leidigen Thema der Schutzverantwortung. Dies ist entwickelt worden als ein Versuch, angesichts der neuen Kriege, der neuen Konflikte, den Rahmen des Völkerrechts zu erweitern. Und insbesondere der schwierigen Frage zu begegnen, wie das mit der Beachtung der Souveränität, der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten sich verhält. Sie wissen, dass hinter dem Konzept der Schutzverantwortung eine neue Definition von Souveränität steht. Das heißt, ein Staat kann Anerkennung seiner Souveränität nur in dem Maße beanspruchen, als er den legitimen Sicherheitsbedürfnissen seiner eigenen Bevölkerung nach menschliche Sicherheit gewährleistet. Wenn diese Verpflichtung nicht eingehalten werden kann, dann gibt es eine gemeinsame Verpflichtung der Völkergemeinschaft, um der Verletzung von Menschenrechten zu begegnen. Die Frage, die seither debattiert wird und die bislang in der ökumenischen Diskussion nicht wirklich befriedigend geklärt worden ist, ist die Frage, welche Mittel sind allenfalls legitim, um in Situationen von massiven Menschenrechtsverletzungen als Folge von neuen Konflikten, das heißt der Bedrohung von Bevölkerungen, Bevölkerungsgruppen, die nicht in der Lage sind, sich selber zu wehren, welche Mittel sind legitim, um diesen Bevölkerungsgruppen zu Hilfe zu kommen, sie zu schützen. Ich kann nur darauf hinweisen, dass wir dieses Problem, das bei der Friedenskonvokation in Jamaika, bei der vorangegangenen Vollversammlung des Ökumenischen Rats in Port Kalege und wieder bei der letzten Vollversammlung des Ökumenischen Rats in Lausanne eine Rolle gespielt hat, dieses Problem haben wir bis heute nicht zu lösen vermocht. Und es ist, wenn man so will, das Brennglas, in dem die ganze Frage des gerechten Friedens zum Vorschein kommt. Ich kann eine Lösung selber auch nicht anbieten. Die Möglichkeit, die in der ökumenischen Diskussion immer wieder erwogen wird, so etwas wie internationale Polizeikräfte aufzubauen. Es gibt sie bislang nicht. Es gibt die Ausrüstung dafür nicht. Es gibt die Vorbereitung auf solche Polizeieinsätze nicht. Auch die Blaumeldruppen sind dies noch nicht. Aber die Frage, ob die Vorstellung von Polizei als Ordnungskraft übertragbar ist auf den internationalen, auf den globalen Raum, ist eine Frage, die noch nicht wirklich ausdiskutiert und geklärt worden ist. Dass sie jedenfalls einen völlig veränderten Umgang, gegebenenfalls auch mit gewaltsamen Mitteln der Intervention zur Folge haben muss, ist vollkommen klar. Aber wir sind bislang nicht in der Lage, an dieser Stelle zu einer gemeinsamen und klaren Überzeugung zu kommen. Dies alles ist
für mich ein Teil des notwendigen Versuchs, die völkerrechtlichen Regelungen weiter auszubuchstabieren. Und ich sehe eine ganz entscheidende Rolle der Staaten der Europäischen Union darin, an dieser Stelle voranzugehen und zur weiteren Ausarbeitung dieses völkerrechtlichen Rahmens einen entscheidenden Beitrag zu leisten. Ich denke auch, dass dies